Die Vegas Golden Knights sind der Stanley Cup-Sieger 2023. Jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsteam, aber im Endeffekt verdient gewonnen im entscheidenden Spiel, beziehungsweise im letzten Spiel 9 zu 3 gewonnen, ohne Kachuk, ohne einen total angeschlagenen Ekblad, wo rauskam, dass er sich den Fuß gebrochen hatte im Eastern Conference Finale, zweimal die Schulter ausgekugelt. Dazu Matthew Kachuk noch mit einem gebrochenen Brustbein, dass man so überhaupt noch laufen kann, wundert mich. Aber deswegen Glückwunsch, hier mit den Vegas Golden Knights für mich verdient gewonnen. Dann haben wir noch den einen oder anderen echten Trade in der NHL, und zwar Damon Severson ist zu den Columbus Blue Jackets getradet worden, obwohl er vorher noch 8 Jahre bei den New Jersey Devils verlängert hat. Sign and Trade nennen wir das Ganze. Colorado noch Bradek Olofsson von den Dallas Stars verpflichtet. Der hat eh schon mal bei den Colorado Thunderbirds gespielt in seiner Jugend, also schließt sich ein bisschen der Kreis. Die Stars bekommen dafür Future Considerations, also mal eigentlich nichts. Und wenn wir schon bei den New Jersey Devils waren, hat Jesper Bratt seinen Vertrag auch um 8 Jahre verlängert. Mal gucken, ob er bleibt oder auch noch getradet wird. Mit dem Cup-Sieg der Vegas Golden Knights sind auch unsere Stanley Cup Playoff Fantasy Karten auf 97 gestiegen. Barbashev ist fast schon unbrauchbar, sowohl am Flügel als auch am Center. Howe ist echt gut geworden als Verteidiger. Auch Riley Smith kann man durchaus am Flügel einsetzen. Also Glückwunsch, wenn ihr einen dieser beiden Spieler habt. Ich habe den Barbashev. Dann kommen ja morgen die vier neuen Hood Millennium Karten, die 86er, die man braucht, um dann jeweils ein 95er Set zuzumachen. Da ist es auch durchgesickert, dass man die beide Spieler machen kann. Das heißt, man kann auch die Sets hier mehrmals zumachen. Ich habe es bei Foot probiert, ging zweimal bisher. Man kann die mehrmals zumachen und kann dann aus dem Spieler, den man machen möchte, auswählen. Es ist nicht so, dass man einfach hier einen hingeschmissen kriegt, sondern man kann den 95er auswählen und den dann auch wieder auf 98 upgraden. Nicht zu den Basisspielern dazu zählen tut der 86er, beziehungsweise dann auf 97 upgradebare Sergei Gonchar, der hier als Flashback halt mit reinkam. Schauen wir uns mal auch genau an. Wer damals schon dabei war im NHL 20, wird sich vielleicht an diese Karte erinnern. War damals eine 95er-Karte von Sergei Gonchar. Gleiches Design, was man hier haben. Washington Capitals-Logo noch alt. Noch ganz würde Synergien, die es damals gab. Da gab es ja ganz komische Sachen. Viel zu viel, das man aktivieren musste und dann doch wieder nicht und alles Mögliche. Aber zum Glück ist es jetzt ein bisschen einfacher geworden. Hier haben wir jetzt unsere NHL 23-Version von Sergei Gonchar mit 7 von den Millennium Collectibles. Macht ihr die Basis 86er-Karte und dann wie die anderen Kollegen von dem Millennium Event auch upgraden bis zur 97er Endstufe. Der ist ein rechter Verteidiger von den Washington Capitals, 1,88 groß, 95 Kilo mit Funke, Verteilung, Herz und Seele oder Arbeitstier. Dazu Buzzing, Gladiator, Vielseitig oder Beflügelt, sowie Protektor, Diebisch oder Gladiator. Superstar-Fähigkeiten, Eile mit Weile, Schläger hoch, präziser Pass, One-T und goldenes sehendes Auge. Auch da schwer, irgendwas anzumachen. Ich glaube, wenn man mehr Fähigkeitenpunkte zur Verfügung hätte, würde ich das sehende Auge gern machen, aber so wahrscheinlich gar nichts. 98 Besteuerung, 97 Tempo, klar kriegt man so direkt auf perfekt hoch. Schuss perfekt, Hände sind perfekt. Ballchecking sind wir bei 90, das kriegt man auch hoch, wenn man hier stattdessen den Funken nimmt, den haben wir hier gehabt. Also kann man da auch in den hohen 90er-Bereich hochkommen. Defensiv ist immer 99, klasse Verteidigerkarte, absolute Endgame-Karte von Sergei Gonchar. Damit seine Pittsburgh Penguins Icons gerade auch bis 97 upgradebar. Was mich hier echt wundert, hier kamen keinerlei Fähigkeiten dazu. Auch mit Jairus, wenn wir nur einen Skating-Slot haben, ist die Karte klar schlechter. Und ich glaube, wenn ich den ganzen Upgrade machen würde, ich hatte diese Karte ja vor kurzem noch von 92 mit den ganzen Power-Up-Collectibles auf 97. Da glaube ich, hat man sich die neue Meisterheldenkarte direkt gleich gemacht. Kommen wir zum Team der Woche und kommen wir zur Grindline. Die Feature ist hier Chris Draper von den Detroit Red Wings, der mir damals auch richtig auf die Nerven ging. Fangen wir an mit dem neuen Teilzeit-Wrestler, dem 95er Darren McCarty von den Red Wings. Ein linker Flügelspieler, 1,85 groß, 95 Kilo, mit Hammerschuss oder Knipser. Magie oder Daniel City, dazu noch Herz und Seele, sowie totale Finsternis, gleichfalls kein Wettkampf und die Urgewalt. 91 Beschleunigung, 93 Tempo von der 95er Karte, schon ein bisschen wenig Balance bei 99 ist toll. Auch der Schuss von der Kraft bei 98, die Genauigkeit dafür nur bei 88. Hände im ja, niedrigen 90er, hohen 80er Bereich, außer Offensiv wussten, dass es bei 99 ist. Bodycheck bei 99, Stärke bei 99, Aggressivität aber auch bei 99, Defensiv wusste bei 99. Also klassischer Kollege für die eher hinteren Reihen. Und eben jeden Chris Draper, ebenfalls von Red Wings, ein Center, 1,78 groß, 85 Kilo mit Hammerschuss oder Knipser. Diebisch oder Schlenzer, dazu noch Buzzing, sowie Urgewalt, kein Wettkampf, Schnapp, Schnapp, goldener Panzer. Aufgrund der Größe würde ich hier einfach die Urgewalt anmachen. 94 Beschleunigung, 94 Tempo, Wrestling Skating wäre im hohen 90er-Bereich, Schuss von der Kraft bei 97, Genauigkeit auch bei 93 und 94, Hände im mittleren bis hohen 90er-Bereich, Bodychecking sind wir bei 95, 97 Widerstandsfähigkeit, genauso wie 92, wie 97 Fatal Rating, das wird dann mit Diebisch noch perfekt kriegt. Also klasse Karte, ob ich so einen kleinen Spieler am Sender einsetzen würde, schwierig, ich glaube, ich würde ihn eher auf den Flügel stellen. Und der nächste Red Wing, der 95er Kirk Maltby, ein linker Flügelspieler, 1,83 groß, 87 Kilo mit Arbeitstier oder Beflügelt, dazu Protektor oder Diebisch und Gladiator. Des Weiteren kein Wettkampf, Urgewalt, Scharfschütze und goldene Räder.
92 Beschleunigung, 92 Tempo, kriegt man sogar noch auf 94 Tempo, Ausdauer bei 91, ein bisschen weniger, aber auch okay. Schusskraft bei 98, Genauigkeit bei 93, Hände im mittleren 90er-Bereich, Bodychecking sind wir nur bei 88, haben wir genau die richtigen Synergien dabei, dass wir zumindest auf 92 hochkommen. Defensive Wurst haben wir bei 99, Sender kann ich spielen, ansonsten eine gute Karte. Kommen wir jetzt zu Tom Wilson von den Washington Capitals, 95er Karte, linker Flügelspieler, 1,93 groß, 100 Kilo, Arbeitszieher, Funke, Protektor oder Gladiator, dazu noch vielseitig. Wildheit, Tormonster, Nahkampf, goldener Panzer. Okay, das ist wieder so ein Panzerthema hier anscheinend. 90 Beschleunigung, 91 Tempo, klar nicht der schnellste, auch bei der Größe geschuldet. Kommt zumindest auf 92 Beschleunigung, Schuss im Schnitt bei 96, Hände im Schnitt bei 96, Bodychecking bei 99, also auch wieder einer für die hinteren Reihen, gerade mit Wildheit an, mit Nahkampf kann man getrost einsetzen. Von den Anaheim Ducks, beziehungsweise von den Anaheim Mighty Ducks nehmen wir mal hier, der 94er Steve Ruchin, ein Center, 1,85 groß, 95 Kilo, Buzzing oder Verteilung, dazu Protector oder Gladiator, Schläger hoch, präziser Pass und goldene Kreisel, okay, bin ich kein Fan von irgendwas. 91 Beschleunigung, 93 Tempo, kriegt man die Beschleunigung auf 92 hoch, Schuss im mittleren bis hohen 90er Bereich, Hände im mittleren bis hohen 90er Bereich, Offensive ist dann nur bei 91, 96 Bodychecken kriegt man noch hoch, 90 Face-Off Rating, da ist bei 92 Schluss, also gibt's wohl für den Flügel als auch für den Center bessere, keine Empfehlung. Ja, und wenn uns die Evo-Karte von ihm schon so im Stich gelassen hat, haben wir jetzt den 94er Seth Jarvis von den Hurricanes, ein linker Flügelspieler, 1,78 groß, 79 Kilo, mit Schlenzer oder Diebisch, dazu Protector oder Buzzing, sowie auf die Knöchel Urgewalt und Schnapp, auch hier aufgrund der körperlichen Maße, Urgewalt fast Pflicht. 94 Beschleunigung, 93 Tempo ist toll, kann man sogar noch ein bisschen hochkriegen, glaube ich, mit dem Buzzing, genau. Beweglichkeit bei 99 ist toll, aber Balance und Ausdauer nur bei 90, Schuss im mittleren bis hohen 90 Gebrauch, Hände gehen auch Richtung perfekt und 82 Bodychecken, das war bei seiner Evo-Karte schon schlecht. Also kommen wir maximal auf 84, auch bei den körperlichen Maßen ein bisschen wenig, ansonsten eine gute Karte. Dann Dick Duff von den Maple Leafs Alumni, ein rechter Flügelspieler, 1,75 groß, 75 Kilo, mit Funke oder Arbeitstier, dazu Diebisch, Shutdown, Nahkampf, goldene Kreisel. 90 Beschleunigung, 90 Tempo von 93er Kader, die auch nur 1,75 groß sind, ein bisschen weniger. Ehrlich gesagt, kommen auf 92 Beschleunigung, das ist aber auch schon Maximum, mehr geht nicht. Schuss von der Kraft bei 96, die Genauigkeit bei 89, Hände im niedrigen bis hohen 90er Bereich, Bodychecking bei 93, könnte man den Funk noch ein bisschen hochkriegen. 88 Face-Off Rating geht dann auf 91, also auch keine Center-Option, nein. Dann letztes Jahr eine Meisterheldenkarte gehabt, dies Jahr nur im Team der Woche, der 94er Bernie Nichols von der LA Kings, ein Center, 1,83 groß, 84 Kilo, Beflügel oder Zonenwirbel, Diebisch oder Gladiator, sowie Toramonster, Schnapp und goldene Kreisel. 91 Beschleunigung, 91 Tempo, kriegt man zumindest noch auf 93 hoch, Schuss im hohen 90er Bereich, Hände im mittleren bis hohen 90er Bereich, Bodychecking so bei 92. 92 Face-Off Rating geht dann auf 95 hoch, also könnte man sowohl am, muss ihn eigentlich schon fast im Center einsetzen, mit Flügel ist dann doch ein Tick zu langsam. Dann die Moskitos-Essen-Legende Esa Tiikkanen von den Oilers Alumni, rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 86 Kilo, mit Protektor oder Diebisch, dazu noch beflügelt, Kreisel, Schnapp, goldene Urgewalt. 90 Beschleunigung und 91 Tempo kriegt man zumindest das Tempo noch 93, Ausdauer nur bei 88, Schuss im niedrigen 90er Bereich, Hände im mittleren bis hohen 90er Bereich, 84er Face-Off Rating, also Center geht auf jeden Fall nicht, ein Flügel wäre mir extra auch zu langsam, also keine Empfehlung. Sein Job war und ist doch immer klar, der 93er Matthew Barnaby von den Buffalo Sabres, rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 84 Kilo, Knipser oder Magie, dazu Dangle City, totale Finsternis, alles abrütteln, goldene Wildheit, also die Fähigkeiten stimmen auf jeden Fall zu ihm. 89 Beschleunigung, 89 Tempo, Ausdauer bei 99, die Balance bei 98, Schuss von der Kraft bei 96, die Genauigkeit noch unter 90, Hände im hohen 80er, beziehungsweise Deking ist bei 80, also kriegt man selbst mit Synergie nur 85 hoch. Dafür Bodycheck bei 99, Stärke bei 99, Aggressivität bei 99, Widerstandsfähigkeit bei 95. Ja, schön, dass er eine Karte bekommen hat, nehmen wir mal so. Ganz komische Karte, der 94er Travis Moan von den Ducks Alumni, rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 96 Kilo, mit bombardierter Funke, dazu Knipser oder Gladiator, Blitzstart, Puck am Faden, goldene Urgewalt, okay. Also 91 Beschleunigung, 91 Tempo, klar kriegt man noch hoch auf 93, ja, Schuss von der Kraft bei 96, Genauigkeit auch bei 89, Hände im niedrigen 90er Bereich, Bodychecken bei 98, geht da perfekt hoch, 71 Face-Off Rating und dann aber Blitzstart, check in it. Michael McLeod von den New Jersey Devils, sein Center oder eher linker Flügelspieler, 1,88 groß, 86 Kilo, mit Diebisch, Magie, Puck am Faden, kein Wettkampf, goldene Räder. 94 Beschleunigung, 94 Tempo, für eine 92er Karte ordentlich, Schuss von der Kraft bei 95, Genauigkeit bei 91, Hände im mittleren, niedrigen 90er Bereich, Bodychecken sind wir bei 93, Face-Off Rating bei 88, geht nur auf 91 und deswegen würde ich ihn eher im Flügel einsetzen. Kommen wir zu den Verteidigern und haben als erstes auch eine Teambuilder-Karte der vergangenen Zeiten. Der 95er Larry Murphy von den Red Wings, ein linker Verteidiger, 1,88 groß, 95 Kilo mit Diebisch oder Gladiator, Knipser oder bombardiert und dazu noch Verteilung.
Superstar-Fähigkeiten, Schickshow, ein präziser Pass, Rückwärtsgang, goldene Szene ins Auge. Gleich wie bei Gonscha, hätte man mehr Punkte, würde ich es echt anmachen. 95 Besteuerung, 93 Tempo ist in Ordnung. Kriegt man sogar noch die Besteuerung auf 96 hoch. Die Schlagschusspräzision ist perfekt. Die Kraft bei 95 jeweils. Hände im mittleren bis hohen 90er-Bereich. Bodychecken nur bei 89. Kriegt man auf 91 hoch. Mehr kann man nicht machen. Aber ansonsten Defensivbooster bei 99. Klassik-Karte von Larry Murphy. Daneben steht vom Tampa Bay Lightning der 94er Anton Strahlmann, der linker Verteidiger 1,80 groß, 87 Kilo, mit Knips oder Magie dazu, Dangle City oder Hammerschuss, Wärmesuche, Rauswurf und goldener Shutdown. 91 Beschleunigung, 91 Tempo von 1,80 großen Spieler, auch echt ein Abturner, Schuss von der Kraft zumindest fast perfekt, die Genauigkeit noch unter 90, Hände im niedrigen 90er-Bereich, Bolschick bei 95, ja, nee. Von den New York Islanders der 94er Alexander Romanov, rechter Verteidiger 1,85 groß, 97 Kilo mit Hammerschuss oder Knipser. Dazu Magie oder Dangle City sowie Panzer, Schickshow und goldene Shutdown. Müsste man hier fast eigentlich anmachen, ehrlich gesagt, aber auch wieder 8 Punkte. Ach, 92 Besteuerung, 92 Tempo, 98 Balance, 98 Ausdauer, auch der Schuss von der Kraft im hohen 90er-Bereich, die Genauigkeit dafür bis 86 und 87. Hände im niedrigen bis mittleren 90er-Bereich, Hand-Augen-Kondition hier auch wieder niedrig mit 88. Bodychecking ist immer bei 97, da hilft das Shutdown echt gut mit, also kann man durchaus einsetzen, den Kollegen. Von den Seattle Kraken, der 93er Justin Schulz, linker Verteidiger, 1,88 groß, 86 Kilo, Hammerschuss oder Knipser, dazu diebisch, okay, von Verteidiger. Sehendes Auge, präziser Pass, goldene Räder, würde ich beim Verteidiger auch nicht machen, anmachen. Hier kann man durchaus das sehende Auge anmachen, für 3 Punkte kriegt man unter. 92 Besteuerung, 93 Tempo, Beweglichkeit bei 96, Ausdauer bei 98, Schuss im hohen 90er-Bereich, auch wieder hier die Genauigkeit, noch unter 90, Hände im niedrigen bis mittleren 90er-Bereich, Bodychecking 91, ja. Gibt's, wenn eine 93 gerade okay, aber gibt es natürlich auch bessere. Dann Avalanche-Alumni Curtis Lecision, Stanley Cup-Sieger, glaube ich, 96 war mit dabei noch. Rechter Verteidiger, 1,85 groß, 94 Kilo mit Knipser und Hammerschuss. Dazu Schläger hoch, präziser Pass und Rauswurf. Auch hier 89 bis 99 Tempo, gut ist eine 92er Karte, aber da gibt es auch Scaling-Synergien dafür. Schusskraft bei 94, Genauigkeit bei 84. Einzige, was hier wirklich rausragt, ist die Widerstandsfähigkeit und Bodycheck bei 99 und Defensivwurst dann bei 97. Abschluss der Verteidiger macht der 94er Brad Kulak von Edmund Oilers. Rechter Verteidiger 1,85 groß, 89 Kilo. Knipser oder Hammerschuss, dazu vielseitig oder Dangle City sowie präziser Pass, Eisklotz und goldenes Shutdown. Also gut, für Eisklotz nie gemerkt, dass es irgendwas bringt. Shutdown kann man hier durchaus anmachen. 93 Beschleunigung, 93 Tempo, 99 Ausdauer, auch die Schusskraft perfekt, aber die Genauigkeit noch unter 90. Hände im niedrigen 90er-Bereich, außer Deaconess bei 95 von Haus. Also das Bolschecken bei 95, kriegt man auf 99 hoch. Auch eine gute Verteidigerkarte von Brad Kulak. Eigentlich hätte ich mir bei den Goalies echt Ron Hextall gewünscht, aber wir haben den 84er Richard Brodeur von den Vancouver Canucks Alumni. 1,70 groß, 72 Kilo, Herz und Seele der Gladiator, Verteilung oder bombardiert dazu. Arbeitstier, eingewählt, Röntgenstrahl und goldene Pfosten und Pfosten. Handschuh bei 99 ist toll, auch Tempo bei 97, Beweglichkeit bei 98, alles toll, aber 1,70, keine Chance. Starting Goalie ist der 95er John Davidson von den Rangers Alumni, 1,91 groß, 93 Kilo mit Gladiator oder bombardiert. Arbeitstier oder Dangle City, dazu Herz und Seele. Letztes Gefecht, No-Timer, leichte Arbeit und eingewählt. 97 Handschuh hoch, 97 Schläge hoch, Handschuh tief bei 97, Stellungsspiel und Breakaway bei 95, Übersicht bei 99, 61 Aggressivität, also kann man mal durchaus einsetzen. Trainer ist Justin Davis. Machen wir weiter mit 4 Next-Gen-Karten. Der erste ist der 91er Matthew Rampe vom Hartford Wolfpack. Ein Center, 2,1 Meter groß, 94 Kilo, mit Protektor, Magie, Wildheit, magnetisch und Panzer. 99 Beschleunigung, 99 Tempo, klar, bei der Größe auch verständlich. 98 Beweglichkeit, 99 Balance, auch der Schuss von der Kraft perfekt. Genau, ich könnte allerdings noch im mittleren bis hohen 80er-Bereich. Hände im mittleren bis hohen 80er-Bereich. Bolschecken bei 98, 93 Face-Off-Rating. Da noch irgendwie Diebisch mit dabei und Blitzstart mit einem perfekten Sender. So, ja, passt schon, zu wenig. Der nächste ist auch wieder nur ein Mann rein für die hinteren Reihen. Der 91er Will Kühl. Ebenfalls zum Hartford Wolfpack, ein rechter Flügelspieler, 1,91 groß, 92 Kilo, Magie, Protektor, Spinorama, Puck am Faden und goldene Urgewalt. 89 Besteuerung, 89 Tempo, aber auch nur 85 Ausdauer. Schuss von der Kraft im hohen 90er-Bereich, auch die Genauigkeit im 90er-Bereich. Hände im mittleren 80er-Bereich. Hallo, Onkel, so bei 92 ist toll. Bodycheck 99, Stärke 99, Aggressivität 99, Widerstandsfähigkeit 99, also reiner Kollege für die hinteren Reihen. Von den Red Deer Rebels, der 93er Kai Uchat, keine Ahnung, ein linker Flügelspieler, 1,85 groß, 87 Kilo mit Magie oder Protektor, dazu noch Dangle City,
Nahkampf, Schläge hoch, goldene Kreisel, gute E 99 Beweglichkeit, 92 Tempo, 92 Beschleunigung, Ausdauer ist bei 90, Schuss von der Kraft perfekt, die Genauigkeit auch im 90er Bereich, Hände im niedrigen 90er Bereich, Bolzschicken bei 94, kriegt man noch hoch auf 96. Ja, durchaus eine Karte, die man einsetzen kann. Abschluss macht von den Islanders der 95er Michael Horth, ein Center, 1,85 groß, 84 Kilo mit Protector oder vielseitig. Bombardiert oder Magie, dazu noch Diebisch, Puck am Faden, Shutdown, Eile mit Weile und goldene Kreisel. 94 Beschleunigung, 94 Tempo, Beweglichkeit bei 99, Balance bei 99, Ausdauer bei 98, Schuss von der Kraft perfekt, Genauigkeit auch bei 96, Hände im hohen 90er Bereich, Bolzschicken ist noch bei 98, Fatal Rating bei 98, also klasse Karte, klar, mit der, für die Größe kann er nichts, aber trotzdem eine klasse Karte. Ich finde es faszinierend, wie viele von diesen Next-Gen-Karten schon rauskamen, 159. Da so viel haben wir wahrscheinlich an europäischen Karten insgesamt nicht. Kommen wir zu den Wacky Wednesday-Karten, da schauen wir uns auch noch ein paar an und fangen mit dem 93er Tim Berni von den Columbus Blue Jackets an. Rechter Verteidiger, 1,83 groß, 87 Kilo mit Buzzing, Knipser oder Bombardiert. Dazu Wärmesuche, Pritzler Pass, goldene Räder, 200 Beschleunigung, 91 Tempo, 85 Ausdauer, also dafür die Beweglichkeit, die Balance bei 99, Schussgrad bei 97, die Genauigkeit bei 91. Ende im mittleren bis hohen 90er Bereich, außer natürlich wieder Hand-Augen-Koordination, wo auch keine Synergie mit dabei ist. Ja, komm, wir kriegen es auf 95 hoch, sehr schön. Bolzschicken bei 91, Widerstandsfähigkeit nur bei 84, Defensivbewusstsein bei 88. Also wieder so eine Wacky Wednesday-Karte, wo ich den Witz dahinter nicht finde. Der 94er Mario Ferraro von den San Jose Sharks, ein rechter Verteidiger, 1,83 groß, 95 Kilo, mit Knipser oder Bombardiert, dazu Magie oder Dangle City. Rauswurf, Eisklotz, goldenes Shutdown, würde ich schon wahrscheinlich aufgrund der Größe schon mal anmachen. 92 Beschleunigung, 92 Tempo, Schuss von der Kraft bei 95, die Hände dafür auch noch im niedrigen 90er war ich, Hand-Augen können sogar noch bei 86, Bolzschicken bei 99, Widerstandsfähigkeit bei 94, Defensivbewusstsein bei 98, ja, auch da finde ich keinen Witz. Abschluss macht der 95er Brando Haim von den Minnesota Wild, rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 91 Kilo mit Gladiator oder Protector, dazu Buzzing oder Verteilung, sowie vielseitig, Urgewalt, präziser Pass, magnetisch und goldener Puck am Faden. Okay, 92 Beschleunigung, 92 Tempo, Beweglichkeit und Balance bei 98, Schuss von der Kraft bei 97, die Hände im hohen 90er Bereich, Bolzschicken sind wir bei 92, kriegt man auch noch ein bisschen hoch, Tempo können wir auch noch auf 93 hochkriegen, ja, aber da gibt es bessere, schnellere, bessere. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angelangt. Morgen gibt es dann die zweite Woche der Hood Millennium Karten. Ich habe meine ganzen Belohnungen aufgehoben, auch meine ganzen Hood Champions Collectibles. Gucken, ob wir da morgen was ziehen im Anschluss ans Video und dann natürlich wieder einschalten und immer dran denken, sauber bleiben, denn nur so schaut's aus. Ciao. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I saw my life.